aufgepasst, Leute. Wenn ihr heute in dem Video gut aufpasst, findet ihr ein Lösungswort, so wie hier gerade eingeblendet. Falls ihr das gefunden habt, schreibt einfach euren Nickname und das Lösungswort in die Kommentare. Und ich verlose an zwei Leute 100 Robux jeweils. Voraussetzung ist, dass ihr Team DennoB beigetreten seid, also der Gruppe auf Roblox, und dass ihr da schon länger als 7 Tage drin seid. Also viel Spaß. Rainbow Friends, aber Mobile Edition. Leute, was für Spiele gibt es eigentlich auf Mobile von Rainbow Friends? Das werden wir uns heute anschauen. Das wird sehr, sehr nice. Lasst ein Like der Rock drauf ab. Viel Spaß, Kuss und wir gehen rein. Und da seht ihr mich auch schon. Das hier ist mein Monster Crusher. Und Leute, das Game ist richtig nice. Wir bohren jetzt hier erstmal auf ganz entspannt den Arm weg. Und ihr seht schon, ich habe hier so ein bisschen Sprit, ne? Und so wie ich das sehen kann, muss ich hier noch tatsächlich ein bisschen mehr Steine reinmachen, damit ich mehr Kohle bekomme. Ich habe jetzt 1400 Münzen gekriegt. Richtig chillig. Und man kann seinen Monster Crusher komplett ausbauen. Man kann die Länge hier anpassen. Das machen wir in dem Fall. Okay, Digga, da ist auf jeden Fall auch nicht was gegangen. Man kann Benzin bisschen von Anfang an höher setzen und so weiter und so fort. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall noch ein Daily Gift. $1000, die nehmen wir mit. Und wir haben noch einen Lucky Spin, Leute. Und wir wollen die 5000. Let's go. Komm. Ey. Ey, mach nicht diesen. Ah, okay. 1000 nehmen wir mit, Leute. Wir können sogar noch ein Upgrade hier kaufen. Oh, krass. Da geht auf jeden Fall richtig was. Und wir haben hier noch einen Shop, in dem wir halt unsere Teile so ein bisschen umändern können. Und wie ihr sehen könnt, haben wir auch, wenn wir jetzt so ein Spiel starten. Warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt hier einmal nochmal ein bisschen Power dazu kaufen, ein bisschen Sprit. Wenn wir unser Spiel starten, hier oben ist Level 1. Wenn wir das komplett abgeschlossen haben, also den Typen komplett zersägt haben, dann kommt ein neues Monster. Das werden wir natürlich heute probieren. Ich hau das Teil mal straight hier rüber und okay. Ja, nochmal so ein bisschen. Der Sprit ist auf jeden Fall schon kriselig. So, jetzt warten wir und schaufeln das alles rein und guckt euch mal die Moneten hier an. Jawohl. 4000 haben wir jetzt? Ja, tatsächlich. Und wir können die Länge jetzt theoretisch noch mehr erhöhen, aber ich würde tatsächlich sagen, das bringt nicht viel. Wir werden Power und Size hier tatsächlich mal anpassen, weil wir schneller einfach durch dieses Teil durchkommen müssen. Wir kommen jetzt aber auch echt noch nicht so weit mit dem Teil, ne? Okay, also beim nächsten Mal muss ich auf jeden Fall noch ordentlich was machen. Ich muss auch so ein bisschen noch die Technik hier rauskriegen, wie wir denn da am besten auch alles mitnehmen. Und ah, man sieht schon, also das hat mal wieder richtig gegönnt. Mit 4,5K können wir jetzt erstmal den Crusher hier so ein bisschen länger machen noch. Okay, 40.000 nächste Upgrade. Das ist wirklich teuer. Aber es wird jetzt direkt gebuttert und ich glaube, wir sollten jetzt sogar bis zu seinem Gesicht kommen. Oha, das sieht ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Okay, ich bin auf jeden Fall ein Profi, würde ich sagen. Und wir haben jetzt noch mehr Sprit übrig. Ah, ich muss hier halt so ein bisschen gucken. Ich tendiere immer dazu. Oh Gott, ganz schnell alles rein. Das muss man machen. Wenn man out of fuel ist, Leute, dann ist man am Ass. Also dann kriegt man auch nichts mehr von den Steinen, die man da abgebaut hat. Deswegen, man muss die immer alle noch durch den Crusher reinwerfen. Mich nervt das halt so ein bisschen, dass unser Sprit hier aktuell noch zu hart immer ausgeht. Deswegen werde ich da jetzt auch mal einfach rein investieren. So, ich nehme jetzt mal das Gesicht vom guten alten Blue mit. Oh, das sieht ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt können wir hier auf jeden Fall noch so ein bisschen sowas wie eine Ramp bauen, indem wir halt einfach hier noch so ein bisschen mehr reinbuttern. So, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Da noch ein bisschen. Und wir haben tatsächlich dieses Mal 9000 gekriegt. Da merkt man eigentlich schon, wie schnell der Fortschritt hier funktioniert. Und wir investieren noch mehr in Sprit, weil ich will jetzt halt auch einfach länger nochmal so ein bisschen bohren. Und jetzt können wir auf jeden Fall schon fast die Hälfte von dem Blue hier zersägen. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. 10.000 müssen wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen können. Das ist so das neue Ziel. Aber sollte eigentlich machbar sein mit der Strategie. Ja, locker, Leute, locker. 12.000 oder was? Oh, yo, das war auf jeden Fall richtig gut. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ist unsere Strategie jetzt als nächstes? Natürlich ist das nice hier, dass wir jetzt schon ziemlich viel Benzin haben. Wir können den Benzintank auch noch etwas upgraden, das ist möglich. Kostet aber 20.000. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal Power und Size so ein bisschen aus und stecken halt den Rest in Benzin. Und man sieht schon, also mit noch mehr Power, das Ding sägt mittlerweile sowas von krass durch. Ist einfach genial, ne? So, ich schätze mal, dass wir... Na, wie weit kommen wir denn? Wir behalten mal den Balken oben so ein bisschen im Auge. Also mehr als die Hälfte schaffen wir mit dem Setup hier schon ganz sicher. Ja, das sieht schon
Das sieht schon richtig gut aus, Freunde. So, jetzt müssen wir halt aufpassen, weil wir noch alles zurückholen müssen. Und wir haben jetzt 15.000. Benzin muss auf jeden Fall noch ein bisschen was gehen. Wir machen nochmal Power und Size einmal, damit wir wirklich die absolute Killermaschine haben. Und dann denke ich, müssen wir langsam dafür sorgen, dass wir jetzt noch so ein bisschen mehr Reichweite kriegen, damit wir die anderen Monster auch einfach so abbauen können. Ne? Ist natürlich am Anfang immer viel Arbeit, diesen Crusher hier aufzubauen. Aber dann können wir natürlich auch relativ schnell mit den Monstern hier fertig werden. So. Das hört sich ein bisschen an wie so eine... diesen Kühlschrank, ne? Okay, wir haben hier 14.000 abgebaut. War ich ein bisschen nachlässig mit den Steinen. Habt ihr auch gerade gesehen. Ich spare jetzt tatsächlich mal, weil ich möchte gerne die Länge haben. Wobei... ja, doch, doch, doch. Wir sollten wirklich sparen. Also müssen jetzt für die Länge gehen, damit wir auch bis zum Ende kommen. Und dann denke ich... oh, wobei, ich glaube sogar, dass das Benzin nicht mehr reichen würde, Freunde, ne? Das ist halt echt so ein Problem. Also wirklich ein dickes Problem. So, hier nochmal so ein bisschen. Jetzt müssen wir so eine Drehschleuder bauen. Dass das auch wirklich alles hier dann mit reinkommt. Sehr gut. Nochmal rein. Wir haben jetzt, ja, nochmal 12.000 dazugekriegt. Investieren wir jetzt alles nochmal in Benzin oder warten wir jetzt wirklich auf die Länge? Also ich meine, unabhängig von der Länge, wir schaffen es auf jeden Fall noch nicht, das ganze Ding komplett abzubauen. Ich guck mal, was so der Upgrade, was das Upgrade ist. Ich mach mal Max Fuel rein, mal gucken. Obwohl, nee, macht auch keinen Sinn. Wir gehen Fuel komplett hoch, denke ich. Macht am meisten Sinn, wirklich viel Benzin zu haben, damit wir auch erstmal Zeit haben, alles zu zersägen. Und so sollten wir eigentlich auch durch das gesamte Gesicht kommen. Ja, hier sieht man schon. Also viel geht da nicht. Wir kommen gerade mal bis dahin. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein oder zwei Upgrades noch sind von der Länge, bis wir da halt komplett durchkommen. Aber man sieht auf jeden Fall mit dem Sprit hier, das sieht schon richtig gut aus. Da können wir jetzt die Beine sogar schon mitnehmen. Ja, also das sieht, Leute, das sieht ja wahnsinnig aus. Geil. So, wir nehmen das Ding mal mit hier rüber. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon wieder 20.000 im Sack. Nehmen wir nochmal ein bisschen was mit rein. Sehr gut. Und jetzt ist das Benzin leer. Also 20k machen wir mit dem Benzin jetzt locker schon. Und wir haben ein neues Item gekriegt. Wir haben jetzt so einen Minion-Bohrer. Wie cool ist das denn? Nice. Also den Minion-Bohrer will ich auf jeden Fall nochmal rein. Und Rainbow Blue wegrasieren. Leute, das Game macht sogar richtig Bock. Also ich weiß auch nicht, aber ich feiere so eine Games halt mega, ne? Wo man einfach nur Monster zerstören muss. Einfach nur Zerstörung, das ist genau mein Fall. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das Game auch feiert und ob ihr das vielleicht sogar danach noch zocken wollt. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier nochmal dafür sorgen, dass wir da durchkommen. Komm schon. Komm schon. Okay, das Bein ist auf jeden Fall aufgeschmeidig. Und jetzt wird das ganze Ding nochmal hier reingegrindet. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Ach, schade. Wir haben 3.000 zu wenig. Die besorge ich jetzt nochmal ganz schnell. So. 40k. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall noch eine Länge freigeschaltet. Die andere kostet schon 100.000. Das ist also wirklich, muss ich sagen, absolut dreist, aber ist okay. Wir werden das Ding noch einen Ticken größer machen, plus Sprit auf jeden Fall noch. Und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt eigentlich mit dem Teil kommen. Das Ding müsste ja jetzt ultra weit gehen, oder? Ja, aber absolut. Also Krone, Leute, können wir definitiv schon wegreißen. Das ist ganz gut. Hier auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal auf den Arm. Nice, das ist auch ganz gut. Jetzt gehen wir nochmal mit unserem Bagger da so ein bisschen durch. Boah, das... ey, wir kommen sogar wirklich bis zum Ende schon, ne? Alter, nice. Okay, schaffen wir es jetzt tatsächlich sogar das Ende zu holen? Das wäre ja richtig big. Uff, Leute. No way. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Jawohl, das Level ist durch. What the hell? Hätte ich nicht erwartet. Okay, alter Schwede, wir haben jetzt sogar den Bären. Ich mag Bären. Und wir gucken jetzt mal, was hier als nächstes auf uns wartet. Dadurch, dass wir halt mit ein bisschen Kohle aus dem letzten Level durchgekommen sind, können wir uns hier relativ schnell wieder hochgrinden. Das ist gut zu wissen. So, damit wir halt auch guten Progress machen können. Okay, jetzt müssen wir weise investieren. Das dürfte erstmal passen. Damit starten wir rein. Und Leute, wir sind tatsächlich jetzt bei Orange und Green. Wie cool ist das denn? Ey, nice. Okay, das macht auf jeden Fall richtig Fun. Und jetzt müssen wir uns auf jeden Fall wieder neu aufbauen. Beziehungsweise müssen wir wahrscheinlich auch, weil einige Skulpturen anders sind,
Ja, wir müssen jetzt halt genau gucken, wie wir uns aufbauen, weil ich glaube, dass einige Skulpturen schwerer sind. Das heißt, man braucht mehr Upgrades. Und einige sind wahrscheinlich, so wie das würde ich jetzt so einschätzen, ist wahrscheinlich sogar ein bisschen easier, ne? Ich werde heute die Folge abschließen mit einem Power und einem Size Upgrade plus ein bisschen noch Sprit, sodass wir hier auf ganz geschmeidiger Basis nochmal reinsägen können. Und ja, man sieht schon, also ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Level sogar tatsächlich ein bisschen schneller Money bekommen. Ich weiß nicht, ob der Schein trügt, aber wenn ich das jetzt hier alles so reinbutter, perfekt. Ja, also so ein bisschen was bekommt man da halt schon, ne? 13.000 haben wir. Okay, Leute, das sieht wirklich schon... Oh, Leute, was ist denn hier los? Guckt dir mal Blue an, da weiß nämlich genau, was jetzt abgeht. Leute, herzlich willkommen zu Save the Rainbow Friends. Wir müssen heute wieder dafür sorgen, dass unser guter Kollege Blue, beziehungsweise die Blues, nicht von Wespen geschnappt werden. Und die kommen immer aus den Nestern raus, manchmal sind es auch ein paar mehr. Ich muss jetzt auf jeden Fall meine Zeichenkünste von Wish bestellt auspacken. Und ich habe schon eine geile Idee, wie wir das Ding hier saven. Da habe ich schon eine richtig geile Idee. Das machen wir so. Und das Teil wird jetzt genau nämlich hier rangefahren und dadurch ist das ganze Ding nämlich absolut safe. Das war der Plan, mit den Sägen zu arbeiten. Ich habe schon eine Folge rausgehauen, falls ihr noch nicht gesehen habt. Checkt die natürlich auch gerne nochmal aus. Die ist super interessant gewesen. Jetzt aber erstmal wieder ein paar easy Zeichnungen für mich, indem wir... Ja, Blue hier auf entspannt safen. Also man muss da gar nicht mal so viel machen. Ein bisschen überlegen, auf jeden Fall schon. Und manchmal auch vielleicht den einen oder anderen 500 IQ-Play raushauen. Aber hier zum Beispiel, Digga, das ist überhaupt nicht schwer. Da... Also, da gibt's nichts zu beschnacken. Gut, das war jetzt gerade hier auf der Seite ein bisschen knapp, aber ansonsten... Wir wollen natürlich immer die 3 Sterne haben. Das heißt, auch die 30 Taler mitnehmen. Und hier... Ach du Heiliger. Haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen, muss man schon sagen, dieses andere Feeling. Ich, wie wäre es, wenn wir das Ding jetzt einfach mal im Kreis zeichnen, so mäßig? Was ich meine? Was ist das denn eigentlich? Ist das denn das Brötchen? Sind das Brötchen oder was? Ja, also es sah wohl aus wie Brötchen oder irgendwie sowas. Okay, jetzt haben wir hier 2 Holzstücke. Wenn wir gleich anfangen, werden die Holzstücke runterfallen mit denen. Problematisch ist halt nur, dass die höchstwahrscheinlich hier runterfallen und da. Das denke ich, wenn das Ding nämlich gleich hier drauf landet. Man sieht, vom Ding her würden die wahrscheinlich sogar das hier einfach versperren. Was machen wir dafür? Wir machen einfach so eine entspannte Platte, die hier komplett so geht. Und damit haben wir das gesamte Problem gelöst. Glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. Oh, okay, also weiter als der Bildschirm geht's nicht. Wir sind also easy unterwegs. Sehr gut. Mal sehen, was wir noch so haben. Oh, da sind jetzt viele Stacheln dabei. Ich weiß ja gar nicht, machen die Stacheln unser Ding hier kaputt? Ich glaube nicht, oder? Könnte das wie so ein Teekessel oder so machen? Ja, da kommt sie auch nicht durch. Ah, die Viecher sterben sogar durch den Stachel. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Es gibt ja manchmal auch so ein paar Lava-Levels. Ja, so wie das hier. Die sind tatsächlich ein bisschen schwieriger. Hier haben wir jetzt das Problem, dass wir... Wir müssen jetzt halt schauen, dass wir dieses Teil da oben überleben. So, und die rollen sich immer dahin, in diese Richtung sozusagen. Ich würde jetzt einfach mal vielleicht gucken, dass wir hier so ein V reinmachen. Ja. Und damit sollten wir ziemlich viel Haltbarkeit generieren. Guck mal. Junge, diese Konstruktion ist wie von einem Ingenieur. Nenn mich Ingenieur Denno. Hashtag Engineer in die Kommentare rein. Alter Schwede, das war ja wohl Wahnsinn, was ihr gerade abgeliefert habt, ne? Da, also wirklich. Kann Ingenieurbüro gleich anrufen und mich einstellen. So, und das Gleiche machen wir jetzt hier. Wir brauchen hier allerdings noch einen kleinen Haken drin. So. So nämlich. So und nicht anders. Ta, das Ding ist brand safe gewesen. So, was haben wir als nächstes? Oh, das könnte interessant werden. Die Teile hier, ich bin mir halt nicht so sicher, Leute, ob die mich zerquetschen können. Ich muss das jetzt mal prüfen, weil ich weiß es halt nicht. Sieht aktuell nicht danach aus. Zerquetscht mich nicht. Alles safe. Das wäre jetzt so meine Angst gewesen, warum das Ganze hier vielleicht jetzt irgendwie nicht so weiter aufgehen können. Aber bisher gut dabei. Das Teil absolut. Das Teil absolut easy, wollte ich sagen. So,
also ich meine, ganz ehrlich, Leute, hier muss man nicht viel machen. Das Ding hat sich sogar gerade selber geschreddet. Also zumindest die Bienen. Okay, was haben wir hier noch so? Das kann man auch hier wieder so ein wenig verkeilen. Das dürfte eigentlich halten. Und es hält. Wie wäre es denn, wenn wir mal Blue in ein Auto reinmalen oder so? Das wäre doch bestimmt auch voll lustig, oder? Pass mal auf. Ah, vorsichtig. Okay, wir kommen da jetzt tatsächlich nicht mehr so ganz hin. Leute, ich wollte ja ein Auto malen, so, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Hier ist noch so ein Reifen. Und da noch so. Und ja, das dürfte eigentlich passen. Digga, Blue ist in seinem Auto drin, okay? Ich weiß, das sieht ein bisschen komisch aus als Auto. Aber trotzdem, ich fand das eigentlich ganz cool. Habe ich schon gut gemacht, oder? Wie wäre es denn, wenn wir dem jetzt mal... was können wir dem denn hier mal malen? Wir malen dem mal so zwei Arschbacken dahin, oder? Das wird so gut. Oh, geil, Leute. Okay, ich muss das Ganze jetzt irgendwie noch relativ brand safe kriegen. So, er fällt in zwei Arschbacken rein. Alles klar. Mal, es ist ja nur, die Fantasie macht hier ja einiges aus. Und Leute, in der Fantasie, also da ist bei mir eine ganze Menge los. So, was haben wir hier? Wir könnten... Ja, wir sind komplett hinüber. Ich kann gar nichts machen, Digga. Also... Hör auf zu heulen jetzt! Wie zur Hölle? Was ist denn, wenn ich ein... Oh... Oh, Leute, was wird... Oh, was ist das denn? Was zum... Digga, was soll das bedeuten, Freunde? Was? Da steht ja Abo! Da steht ja Abo! Und es hält! Wer das jetzt nicht hätte kommen sehen, abonniert den Kanal! Ingenieurmeister, so macht man nämlich Promo für seinen Kanal, ne? Mitten im Game, einfach so spielend einbauen. Mhm. Und jetzt kommt's, Alter. Jetzt kommt's. Pass auf, jetzt wird's big. Wir machen großes L, I, okay, wir müssen so ein bisschen I machen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist Like, Leute. Okay. Oh, okay, liken lassen wir dann heute mal aus, aber wenigstens abonnieren müsste drin sein, ne? Wir machen jetzt mal einfach so einen Eimer. Und, ich hätte jetzt gedacht, wir können die Wespen so ein bisschen nach unten drücken. Das wird tatsächlich ein bisschen Obwohl, eigentlich ist das gar nicht schwer, Digga. Eigentlich halt echt nicht. Guck mal. Voll easy, Digga. Habe ich sie einfach mal richtig hops genommen, ne? Mhm. Mit so einem ganz geraden Strich. So, das Ding fällt runter. Wir machen den Typen kurz in den Kreis und das passt. Absolut brand safe. Man könnte auch in Zukunft so ein D machen. Ich könnte so ein selbstgezeichnetes D machen, wisst ihr? Anstatt so einen Kreis, das ist einfach dann mit Markenzeichen. So, apropos Markenzeichen, das könnte... Oh, okay. Aha. Okay. Wir müssen eigentlich nur so eine lange Lunte machen. Das war's. Die Bienen dürfen halt nur nicht hier durchkommen. Das probieren die nämlich ab und zu immer mal. Nee. Ihr könnt schön wieder nach Hause gehen in euer Wespennest, ihr Drecksviecher. Ey, ich wurde mal von 4 oder 5 Bienen gleichzeitig gestochen, ne? Ich schwör's euch, Leute. Dachte, mein Leben ist vorbei dann zu dem Zeitpunkt. So, was haben wir hier? Das Haus muss halten. Das Haus muss halten. Das Haus muss... Oh, perfekt. Die Sekunden, die fühlen sich manchmal an wie der Tod, ne? Wenn man hier gerade ein bisschen am Schwitzen ist. So, wir machen das Brand Safe D, Leute. Das ist mein D. So mal ich mein D von Denomi. Das ist das Brand Safety. Wir machen keine Kreise mehr, wir machen jetzt immer mein D einfach hier rein. Und so wie es aussieht, haben wir das Game auch einfach schon hart durchgespielt, ne? Also für mich absolut easy. Wobei der, boah, wenn ich mit den jetzt nochmal so reinziehe, der ist, glaube ich, gar nicht mal so easy. Okay, pass auf, ich habe eine geile Idee. Wir machen sowas für den Grip, okay? Bisschen haben wir oben noch. Machen sowas für den Grip. Und machen dann sozusagen so eine Art Geist. Seht ihr das? Was für eine geile Idee, Mann. Der Grip ist hier auf jeden Fall absolut real. Und nichts konnte daran rütteln. Kein Gewicht, sonst was. Das war auf jeden Fall ziemlich entspannt ausgelegt. Jetzt müssen wir... Wie wäre es, wenn wir ein Denomi draus machen?
Renault. Ach, tolle Wurst, Alter. Ja, wow. Okay, wow, wir machen nochmal. So, jetzt aber wirklich die Sky-Brille, ne? Guck hier. Die ganzen Bienen werden so weggeschreddet. Und die letzte. Oh, die hätte man eigentlich nochmal mitnehmen können, ne? Das Kackviech. Okay, jetzt Augen zu, Freunde. Augen zu! Ist das möglich? Boah, Digga, ich habe das sicherste Konstrukt gebaut, was es gibt hier, ne? Krass. Okay, jetzt aber wirklich komplett Augen zu. Jetzt habe ich nicht mal gesehen, was für eine Situation kommt. Ich mal ein bisschen so, mach mal hier so. Was passiert? Okay, ich troll gerade ein bisschen rein, ne? Aber das darf man auch mal machen. Okay, also Augen zu. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich weiß nicht mal, wo ich genau mit meiner Maus bin. Ja. Ja. Okay, hat der eine gerade eigentlich geweint, als er in der Lava verbrannt worden ist? So, eigentlich macht es Sinn, sich diese Konstruktion hier zu nehmen. Oh, das wird knapp, glaube ich. Ich weiß halt echt nicht, ob wir noch einen dritten Stern kriegen. Jawoll! Ey, das war richtig knapp. Aber wir haben es gelöst. Was ist das denn hier, eine Bombe? Oh, nee, ne? Okay, ich habe eine Idee. Wir könnten die Bombe ja einfach da runter sliden lassen. Weißt du, ich meine? Safe. Oh, jetzt müssen wir sogar mit Bomben noch spielen. Die sprengen wahrscheinlich meine Strukturen in die Luft. Ja, dann wird das Game natürlich auch deutlich nochmal an Schwierigkeit aufnehmen. Gerade auch hier, ne? Was willst du da jetzt machen? Das Ding wird gleich zum Wespennest drüber gescheppert. Ich werde jetzt, glaube ich... Pass auf, ich werde das jetzt, glaube ich, dann eher so machen. Keine Ahnung, wie ich das Ding gekriegt habe. Aber es hat irgendwie geklappt. Aha. Ja, egal, Leute. Läuft doch, Alter. Entspannt. Jetzt nochmal Augen zu. Einfach... Okay, da wollte ich zu viel. Ich würde sagen, einen dicken Kreis. Da dürfte ja gar nichts passieren. Okay, sieht bisher ganz gut aus. Wir haben jetzt das 57. Level hinter uns. Bis Level 60 können wir eigentlich noch gehen, ne? Mal gucken, vielleicht kommt da ja noch irgendwas Besonderes. Aber hier sieht es auf jeden Fall aktuell nicht danach aus, okay? Oh Gott. Vielleicht müssen wir mit der anderen Seite playen, dass wenn wir das Ding vielleicht so machen... Nee, das funktioniert auch nicht, Leute. Wir machen das dann nochmal anders. Ich glaube, das wäre die beste Struktur. Die ist unzerrückbar. Safe. Mega nice. Okay, was wäre, wenn wir jetzt einfach mal eine Boxershorts malen, der drin ist? Okay, Leute, Vorsicht. Boah, Digga, das könnte sogar wirklich hinkommen. Ah, schade, ne? Schade. Ja, gut. Das ist auch relativ easy. Okay, noch ein Level. Und hier ist ein Stein. Ich mach da einfach nur einen Kreis rum. Und das war's. Safe. Safe Call. Oh, jo. Gott sei Dank habe ich so groß gemalt. Leute, wie ihr sehen könnt, ich habe das Game tot studiert und schaff absolut jedes Level auf easiest Basis. Leute, was geht ab? Ich male hier gerade mal, den Epic Safe. Uff. Ich muss jetzt hier Blue anscheinend retten vor den Bienen. Willkommen zu einer Folge. Save the Rainbow Friends. Falls ihr solche Formate feiert, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir haben gerade 30 Münzen dafür kassiert, dass wir ihn gerettet haben. Und es geht darum, dass wir immer was malen müssen, damit die Bienen Blue nicht umlegen. Ja, das hört sich alles ganz easy an und sieht hier, wenn ich das mal auch ganz locker aus. Aber es wird immer schwerer. Und man sieht hier oben, wir wollen immer die 3 Sterne haben, Leute. Ansonsten flippe ich natürlich und... Wie der immer am Lachen ist. Es ist nachher halt super schwer, diese 3 Sterne hinzukriegen. Gerade auch, wie man sieht, weil hier jetzt 2 Blues sind. Aber auch hier werden wir ganz locker damit fertig. Ich male mal sowas hier. Und da kommen die Bienen jetzt auch nicht durch. Guck mal, wie Angst die haben. Und jetzt freuen die sich wieder. Nice. Okay, okay, okay. Also, zeig mir mal ein Brutalo-Level. Ich bin mal gespannt. Wir könnten jetzt hier so einen Kreis malen und dann wäre der halt relativ safe. Das mache ich jetzt einmal mal. Ich male das mal so ein bisschen nach, ne? Und jetzt ist der auf jeden Fall gesichert. Er würde hier halt sogar noch sterben. Das kommt dazu.
Also alles in allem gar nicht mal so einfach. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Menü. Wir gucken mal einfach rein. So, was kann man hier so machen? So wie es aussieht, haben wir... Oh mein Gott, Digga. 300 Levels. Ey, Leute, Hashtag 300 in die Kommentare jetzt, wenn wir alle Levels durchgrinden sollen. Ich glaube, es wird eine harte Challenge, aber es ist definitiv möglich. Wir werden hier jetzt genau das gleiche machen wie eben in der Runde. Wir machen hier so einen Kreis und saven die. Das ist eigentlich relativ easy. Wir haben wenig von diesem dritten Stern hier verbraucht. Wir sind gut dabei. Gucken wir mal einfach weiter. Ich gebe euch noch einen Tipp. Falls ihr das selber spielen wollt, schaltet die Werbung aus. Weil die richtig nervig ist. Oh, wir haben jetzt hier sogar Lava. Sehr interessant. Und 3 Rainbow Friends sind jetzt sogar hier. Ah, das könnte jetzt ein bisschen hart werden. Na, ich hätte jetzt gedacht, die gehen hier vielleicht sogar rum. Boah, war auf jeden Fall schon echt eine knappe Kiste, ne? Aber die Bienen sind halt dumm. Dumme Bienen sind immer am besten. Jetzt machen wir das vielleicht eher so, würde ich sagen. Ja. Das war sowas von locker. Guck mal, wie wenig ich dafür gebraucht habe, ne? Also, das ist ja wohl super entspannt. Man kann natürlich auch richtig brutale Konstruktionen bauen. Können wir einfach auch mal machen. Indem wir zum Beispiel dann hier, da so rum, hier so, ja genau, hier so rum, da so, hier noch so einen Haken reinmachen, damit das ganze Ding nicht runterfällt. Und jetzt kommen die Bienen da zum Beispiel gar nicht mehr ran. Das ist die Killerkonstruktion, die ich meine. Man hätte das natürlich noch ein bisschen anders machen können, aber ich fand das so eigentlich auch mal ganz cool. Und bisher super easy gewesen alles. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen anders. Die Bienen werden hier hochkommen, wollen sich den Rainbow schnappen. Der würde aber hier runterfallen. Wenn wir das ganze Ding einfach mit so einer Plattform machen, würden die Bienen ihn eventuell kriegen, weil sie hier durch den Schlitz gehen. Weil wenn die Bienen jetzt, glaube ich, auf die Plattform fliegen, wir können das natürlich mal testen, müssten sie die eigentlich anheben. Das ist das, was ich denke. Ja, würden sie machen, aber er war noch zu tief. Oh Gott, das war richtig knapp, habt ihr gesehen? Er wurde sogar fast darunter gerollt. Sowas muss man später auf jeden Fall noch beachten. Jetzt haben wir hier sogar etwas ganz anderes. Müssen wir irgendwie so eine Fangvorrichtung bauen. Ah, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Also eigentlich wäre es ja gut, wenn wir hier so einen Eimer machen würden. Und so einen Eimer mit so einem Haken hier oben dran. Ich habe schon eine gute Idee. Wir machen hier einfach so einen Eimer. Und ja gut, es sieht fast aus wie ein Eimer. Aber er ist gesaved vom Runterfallen plus die Bienen. Puh. Lockeres Ding, Leute. Let's go. Level 10 haben wir auf jeden Fall schon durch. Super gut. So. Dann haben wir jetzt die nächste Challenge. Es gibt jetzt 2 Bienennester. Okay, das ist schon ein bisschen schwieriger. Plus da oben fällt was runter. Er fällt auf jeden Fall gleich, denke ich mal, auf den Boden. Wir müssen halt nur aufpassen, wenn das Ding auf das Teil rauffällt, dann wird das Teil sich wahrscheinlich noch so ein bisschen bewegen. Und die Bienen versuchen natürlich irgendwie nach da unten so da drunter durchzukommen. Deswegen würde ich vielleicht sagen, machen wir einfach so einen Kreis. Denn der wird ihn safen. Komplett. Der Kreis ist eigentlich hier sogar die beste Variante. Und macht sogar die Bienen tot. Okay. Das muss man vielleicht später sogar noch nutzen. Gut zu wissen. So, was haben wir hier? Bienen. Es wäre halt wirklich richtig chillig, wenn wir vielleicht das so machen. Das Ding wird jetzt alle Bienen töten. Ja, und wir haben jetzt halt nicht mehr so viele Bienen, die hier so Kräfte ausüben können. Deswegen super chillig. Und bisher war das alles noch nicht ganz so schwer für mich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil ich, wenn ich jetzt sowas halt mal, der würde das wahrscheinlich komplett mit runterziehen. Ich muss jetzt hier irgendwie... Ich hätte eine Idee. Vielleicht so? Ja. Mehr ist es nicht, Leute. Warum fällt der immer nach hinten? Der legt sich doch immer nach hinten, oder was? Der will sich doch entspannen. Man muss nicht immer alles, Oh Gott, was ist denn das? Okay, das Ding mach ich easy. Das hier hat auch schon die Hälfte gekostet ungefähr. Aber so ein großes Viereck ist auch super chillig und wir gehen weiter. So, was haben wir da? Wenn wir hier so einen Strich malen. Ah, okay. Oh, der Arme wurde komplett zerstochen. Leute, ich wurde auch schon mal so richtig brutal von Bienen gestochen. Ey, ich will da nicht drüber reden, ne? Wenn wir das jetzt so machen würden, nehmen wir mal an, wir machen das so. Dann kommen die hier unten durch. Ja, die sind schon drin. Oh, es war richtig knapp. Es war richtig knapp, Leute. Aber wir haben es geschafft. Uff. Sehr, sehr unentspannt, das Teil. Und das Ding wird ihn jetzt hier gleich runterwerfen. Oh. Verstehe.
Vielleicht sollten wir so ein großes Quadrat machen, damit er nicht durch das Loch unten fällt. Ja, wir kommen da so ganz knapp, kommen wir da so ran. Das Quadrat. Die Bienen tragen den. Die tragen den. Er würde durch das Bienennest sogar durchfallen. Das hat man gerade gesehen. Das ist auch wichtig zu wissen. War nochmal ein guter Test. Bisher haben wir das perfekte Game abgeschlossen. Aber so langsam wird das hier alles relativ unentspannt. Okay, das war auf jeden Fall 150 IQ safe. Tja, bisher, Leute, mache ich mich ziemlich gut. Und es wäre nice, wenn ich daraus einfach das Perfect Game mache, oder? Oh, was ist das denn? Hä? Oh nee, Leute. Oh nee. Okay, ich muss überlegen. Das Ding wird ihn jetzt rüber... Also wenn ich hier was rumzeichne, sagen wir mal einen Kreis, wird ihn das in die Lava katapultieren. Ich denke mal, die Lava wird alles kaputt machen. Das heißt, er muss auf der Plattform bleiben. Wenn ich ihn hier vielleicht einhaken würde, also wirklich sehr knapp bemessen, dann kann das Ding ihn nichts anhaben. Die Bienen müssten durch die Lava fliegen. Es ist alles safe. Die sind sogar komplett tot. Die Bienen sind sogar komplett gerippt worden. Perfekt. Das war am Ende des Tages auch noch super chillig. Jetzt haben wir hier diese Tür, wo man hier so runter und hoch fährt. Auch da müssen wir wieder mit der gleichen Vorrichtung arbeiten, schätze ich mal. Ja, das war vielleicht nicht so schlau. Das war vielleicht nicht so schlau. Oder? Oh, das war richtig knapp. Alter, weiter geht's, Leute. Perfect Game. Komm, ich bin jetzt einmal gestorben, aber ich habe auch nur was getestet, ne? Ich weiß nicht, also streng genommen zählen wir das natürlich nicht mit. Das war jetzt ja erstmal nur ein Test. Das hier verstehe ich noch nicht so ganz, warum. Warum die das machen? Weil das ist ja eigentlich extrem leicht. Guck mal, wie die immer Angst schieben, ne? Die haben immer Angst. Braucht ihr nicht, ich bin noch da. Ich mach das doch mit euch. So, das Ding würde jetzt hier runterfallen und ihn natürlich catchen. Und ich würde sagen, das reicht schon, ne? Mehr muss es ja nicht sein. Die Bienen gehen davon auf jeden Fall nicht tot. Das Teil kommt nicht durch meine Zeichnung. Alles in allem ganz cool. Ich würde jetzt einfach mal gerne ein Auto malen, ne? Ich würde jetzt mal echt gerne Blue in so ein Auto... Ja, okay, das können wir jetzt erstmal nicht machen. Wir müssen jetzt vielleicht vorsichtig so ein kleines Bläschen nehmen. Oh! Sehr gut. Wenn die jetzt von hinten halt das hier so andocken würden, könnten die mich natürlich runterschmeißen. Aber so schlau sind die Bienen nicht. Wir haben 660 Münzen bereits. Wir gehen mal hier so hoch. Oh Gott. Oh nein, Leute, die perfekte Serie. Oh nein. Oh, jetzt habe ich wirklich verkackt. Ja, gut, das war ja irgendwo abzusehen. Okay, dann machen wir doch vielleicht mal sowas hier. Hast du es? Ja. Absolut easy. Komplett weggesaved, das Ding. Sieht gut aus. Nice. Komm schon, also bis Level 25 müssen wir heute auf jeden Fall noch gehen. Das ist jetzt auch wieder nix. Oh, oh. Ich habe das zum Glück lang genug gezeichnet. Oh, da fehlte nur noch ein Millimeter und dann wäre der runtergefallen, ne? Puh, das war richtig knapp. Ja, das müsste eigentlich auch relativ entspannt sein. Okay, man sieht hier, die Bienen sterben in der Lava komplett. Gut gemacht. Oh mein Gott. Wir haben hier einen Boxhandschuh, der uns darüber schießt. Und, oh Mann, ey, ich male jetzt erstmal ganz kurz einen Pfeil. Ich will einfach mal so einen Pfeil machen. Okay, also, das wäre so lustig. Wenn der Pfeil hier zeigen würde. Was? Digga, zu gut. Was? Okay. Ja, alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war ein easy Game, oder? Wie macht man... das ist jetzt nicht mehr so leicht. Hier haben wir viele Probleme, die wir lösen müssen. Wir könnten so einen Eimer machen, der hier irgendwo so ein bisschen hält. Das kann man natürlich machen. Den wir das hier so ein bisschen abschotten. Den Eimer hier so machen. Und dann dahin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, warum denn dahin? Wow, der fast ist der runtergefallen, ne? Gott sei Dank geht die Zeit so schnell rum. Puh. Okay, die werden jetzt hier gleich runterfallen. Plus, wir machen hier oben noch so einen kleinen Haken ran. Genau, da oben kommen sie nicht durch. Die Bienen sind zu blöd dafür.
Ich weiß nicht, was der da oben gemacht hat, aber ist okay. Das haben wir dann doch schon relativ entspannt gelöst. Ich finde den Schwierigkeitsgrad hier bei dem letzten, der ist noch ein bisschen zu leicht. Also persönlicher Geschmack. Wie wäre es, wenn wir das einfach so machen? Ja, die Bienen sind alle tot. Perfekt, Leute. Easy Game, Easy Life. Und wir haben Level 29 abgeschlossen. Komm, Level 30 gönne ich euch jetzt auch noch. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, warum das so ist. Okay. Das war... Also das... war das leichteste Level aller Zeiten. Hä? Hey, Leute, was geht da? Blue, bist du hier eingesperrt? Bruder, ich hol dich da raus. Jo, Leute, was geht ab, Mann? Anscheinend sind wir hier Grabpack, Girl. Und ich muss Blue hier mal eben aus seinem Käfig befreien. Nice. Er ist draußen und es sieht gut aus. Und rutscht hier direkt runter. Richtig cool. Freunde, herzlich willkommen zu irgendeinem Rainbow Friends Mobile Game. Wird schon. Wir gehen auf jeden Fall mal gucken, was hier so Phase ist. Und wir müssen jetzt hier so mit unserem Grabpack und so weiter, können wir so relativ coole Moves machen, wie man sieht. Also man hat hier anscheinend unendlich Schnur, Bro. Was ist, wenn ich loslasse? Oh, yo. Alles klar, ihr seht schon. Also man kann halt auch viel Mist machen, wenn man will. Aber muss das Ding sich jetzt nicht irgendwie wieder zurückfahren? Ja, muss es. Und Leute, das werde ich jetzt so hart ausnutzen. Okay. Okay, cool. Das Game gefällt mir jetzt schon richtig gut. Okay. Wir kriegen hier so ein kleines Tutorial. Das ist natürlich erstmal alles auf relativ entspannt. So. Und müssen jetzt mit der einen Hand müssen wir jetzt das Ding hier festhalten. Und mit der anderen Hand müssen wir jetzt irgendwie... Warte mal. Können wir hier irgendwie so rum? Nee, leider nicht. Mit der anderen Hand machen wir dann einfach Blue jetzt mal klar. Befreien ihn da mal raus. Und hier oben sieht man, das vierte Level wird gleich schon anders. Da sind irgendwie so Stäbchen oder so. Es kann sein, dass das Level ein bisschen anders aufgebaut ist. Wir haben hier noch einen Skin-Shop. Wir können verschiedene Pets oder sowas haben. Weiß ich jetzt nicht, aber okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal diesen Pin da rausziehen und sehen dann, dass sie... den Rainbow Friends automatisch halt befreit, ne? So, und ich glaube, dass die Level halt mit zunehmendem Game immer anspruchsvoller werden, genauso wie hier. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt diese ganzen Spielzeuge haben muss. Ja, muss sie. Sie will einfach die Kohle haben, ne? So, wir haben halt Tag 1, kriegen jetzt, glaube ich, erstmal zwei Kassetten. Weiß halt nur nicht, außer für den Shop, was die Kassetten sonst noch so bringen. Es gibt noch eine Home-Button. Da gehe ich mal hin. Ah, und wir sind jetzt aktuell zu Hause sozusagen. Und ja, natürlich können wir mal für einen Lucky Ball Spin. Kriegen hier irgendwas raus, 500 Münzen. Ich würde jetzt einmal mitnehmen. Also bleibt uns ja auch eh nichts anderes übrig. Davon können wir uns jetzt so Dekor holen. Mhm. Warum ist der so teuer? Kann ich jetzt mal wissen. Digga, wie teuer ist denn das hier? Ich kann mir sogar einen neuen Fernseher kaufen. Aber Bro, 12.000, Mann. Also man kann auch krank übertreiben. Ehrlich, ne? Uff. Okay. Wir gehen jetzt mal rein und spielen. Wir ziehen mal das Ding hier raus, damit die Frau jetzt da weitermachen kann. Es gibt später noch einen Boss anscheinend. Irgendwie so einen grünen Killy-Willy-Boss. Aber wir haben jetzt hier zwischendurch... Oh, den Rainbow Blue. Guck mal. Hilf mir, sagt er. Okay, pass auf. Ich mach das, Blue. Ten seconds. Ah! Pah! Hast du gesehen? Puh. Hab ich kurz durchgeschnitten, das Seil, ne? Auf ganz entspannt. So. Jetzt können wir hier einen Preis öffnen und ich sag mal, wir nehmen den. Scam. Scam. Jetzt können wir hier oben das Ding erstmal so machen, um ihn dann loszuschneiden, damit er hier runterfliegt. Blue, keine Sorge, ich hab dich, mein Bester. Richtig niedlich ist der. Ich bin ja da. Na? So, was haben wir da? Ja, warte mal, Blue, lauf mal lieber ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein Sprungdings, das ihn so nach oben springen lässt. Nice. Cool. Das haben wir auf jeden Fall gut hingekriegt. Jetzt müsste ein Boss kommen, oder? Gut. Schnell hier oben rüber. Das hat ihn auf jeden Fall das erste Mal direkt eine dicke Schelle gegeben. Er rennt weg. Ich muss ihm hinterher. Hey, du Dreckschwein. Hast du mich gerade Loser genannt? Friss die Bombe, du Dreckschwein. Okay, Leute, der läuft immer noch weg. Ich muss ihm direkt hinterher. Lauf da.
Schalter aktiviert, Bombe auf seinen Kopf. Der Typ ist erledigt, ich habe den ersten Boss ausgeschaltet. War super entspannt. Ich weiß halt nicht, ob man da nur gewisse Zeit hat, aber Leute, da war ich relativ schnell jetzt. So, wir haben so eine Kassette bekommen und hier ist sogar noch eine Königstruhe. Nee, sowas will ich nicht aufmachen. Da ist eh nichts drin. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich das Ding darüber... Ach, wir müssen das Ding da durchbewegen. Oh, das wird so lustig. Das wird so lustig, Leute. Das wird richtig lustig jetzt, okay? Also, wir machen mal jetzt... Okay, es geht los, Digga. Es geht los. Es wird so witzig. Oh, verdammt. Ich muss jetzt erstmal diesen Arm da rumbewegen. Und zwar richtig lange. So, Moment. Ich nehme mal die Kiste und packe das Ganze mal dahin. Alles klar. Dann können wir jetzt ja noch mal ein bisschen durchziehen. Okay, Bruder. Dann komm doch mal raus. Viel Spaß beim Rumschwingen. Das ist so dumm, Leute. Ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde, aber ganz ehrlich, irgendwie ist das schon lustig, oder? Hashtag lustig in die Kommentare, wenn ihr das absolut fühlt, meine Freunde. So, jetzt können wir natürlich mit der Strategie, die wir da vorhin hatten, können wir jetzt natürlich immer noch mal weitergehen. Ihr seht ja, also ich baue jetzt hier gerade ein bisschen von hier so ein paar Strategien. Hier nach oben, da nach unten, dann vielleicht nochmal da lang, dann nochmal hier lang. Boah, jetzt wird es so Spaß machen, Alter. Es wird so Spaß machen, Leute. So, dann gehen wir mal da lang, dann hier nochmal ein paar Mal rum. Dann würde ich mal sagen, da nochmal, bis da nach oben. Können wir mal ganz kurz darüber reden, wie lang das Grab Hack eigentlich ist? Aber ist okay. So. Oh Gott. Ich hab das alles mit dem Boden gemacht. Manno, ich bin so ein Idiot, Leute. Ach, tolle Wurst, echt. Mann, so ein... Oh, ich bin so ein Idiot, ganz im Ernst. Ja gut, dann habe ich jetzt ja noch einiges nachzuholen. Zack, hier rum. Zack, so, nochmal da, hier, zack, zack, da nochmal rum. Einmal nochmal da rüber, hier so lang. Ich habe einfach auch gar keine Ahnung mehr, wie ich irgendwas gestellt habe. Ist aber auch nicht so schlimm. So, Blutiger, gönn dir. Ich habe keinen Plan, wie der jetzt am Fliegen ist, aber... Der ist jetzt einfach am Fliegen, Leute. Das geht ewig jetzt so, Bro. Nur mal so, das geht jetzt ewig. 3000 Jahre später. Man denkt, Digga, es ist vorbei, aber... Aber nein, Leute. Es ist noch nicht vorbei. Sehr gut, wir haben alles geschafft. Ey, dieses Mal nicht mit Rot, ne, wenn wir Blau brauchen. Voll dumm. Wir können wieder Preis öffnen. Das ist eh egal. Ich denke mal, das ist immer das Gleiche, vermutlich. Was kostet so ein neues Dekor? 5. Ja, gut. Sehe ich uns jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht so. Machen wir mal weiter. Da ist jetzt ein Laser. Okay. Ich werde jetzt mal das Ding da oben hier raufpacken. Der Laser ist ausgegangen. Und zack, nehmen wir den Blue jetzt einfach erstmal mit. Ich würde sagen, wir zocken heute mal bis Level 20. Gucken mal, wie es da so läuft. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass da gleich noch ein neuer Boss kommt. Das... Weiß ich, wie das funktioniert. Das war relativ easy. Ich finde diese Levels, die wir da jetzt machen, die finde ich persönlich nicht so geil. So, wir lassen uns hier mal runterfallen. Was passiert, wenn wir... Ich musste es einfach mal probieren, Leute. Da ist ja jetzt nicht so viel passiert. Ich hätte jetzt gedacht, die verbrennen oder so, ne? So richtig brutal. Ja, ich weiß, hört sich irgendwie ziemlich schlimm an, aber nein, Leute, ich wollte es wirklich nur testen. Okay, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? So. Ein paar Sachen auf jeden Fall wieder runtergedroppt. Und da hinten sehen wir schon den schwarzen Killiwilli. Also da oben. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall erstmal die Brücke. Den können wir runterlassen und der ist auf der Brücke gelandet. Super gut. Okay, das hat gut funktioniert. Jetzt müssen wir direkt noch eine Map zocken und werden aufgehalten. Ey, 400, ne? Uff. Okay, wenn ich das Ding jetzt hier oben losschneide, dann geht das Gewicht wahrscheinlich eher... Also normalerweise ist das Ding schwerer, das heißt, es müsste runterfallen. Und der Typ hier wahrscheinlich... Okay, wir müssen das eher so machen, dann so...
Hä? Hey! Was ist denn das für ein Beschiss? Ja, Bruder. Ich glaube, der ist tot. Nee, ich hätte jetzt halt gedacht, wir machen das so. Genau, und dann kann er hier einfach ganz entspannt rüberlaufen. Das war der Plan. Ich weiß halt nur nicht, warum der eben verletzt worden ist. Das Ding hat ihn doch locker safe nicht mal berührt oder so, ne? So, was haben wir hier oben? Wir haben hier ein Rad. Okay. Okay. Lief gut. Entspannte Basis. So, jetzt haben wir hier den nächsten Boss. Wir müssen, glaube ich, einen Schalter darüber legen. Und er wird gerade durchgelasert. Okay, jetzt müssen wir ihm hinterher. Anscheinend müssen wir... Oh, das wird auf jeden Fall deutlich anders. Der Fall, obwohl... Nee, er hat einfach einen Stein auf seinen Kopf bekommen. Sehr gut. Okay, wir gehen noch ein Stückchen weiter rein. Jetzt müssen wir nur noch überlegen. Okay... Ja, er wurde durch die Bomben durchgeböllert. Cooler Boss auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Eine Map möchte ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen, wo Blue gleich jetzt am... Also wo der jetzt gleich irgendwie in Gefahr ist. Ja, und das geht doch eigentlich so im Großen und Ganzen, oder? Lassen wir Blue doch mal in die Bombe reinlaufen, stimmt's? Nee, läuft da nicht, ne? Das war's wieder mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Helft mir, die 25.000 Abonnenten voll zu machen. Würde ich mich freuen. Lasst ein Like da. Danke fürs zusätzliches Küsschen. Deno, aus!